Hi Leute, willkommen beim Gaumenkino zum Lieblingstrikot-Tag. Mit diesem Video möchte ich einen sogenannten Tag ins Leben rufen. Was bedeutet das? Bei einem Tag wird man eben getaggt, sozusagen, also nominiert, um etwas Bestimmtes zu tun oder vorzustellen. Und hier geht's, passend zur WM, um das ganz persönliche Lieblingstrikot. Aber das muss kein Fußballtrikot sein oder auch kein Nationalmannschaftstrikot. Das kann auch ein Handballtrikot oder ein Eishockeytrikot sein. Eben der Spieldress, der euch am meisten am Herzen liegt. Ja, das läuft folgendermaßen ab. Man wird getaggt und stellt dann sein persönliches Lieblingstrikot eben vor. Und wenn man das getan hat, dann nominiert man, also taggt dann zum Beispiel 3 weitere YouTuber, die dann wiederum ihr persönliches Lieblingstrikot vorstellen. Ja, ich denke, das war verständlich und deshalb mache ich jetzt den Anfang und stelle euch mein ganz persönliches Lieblingstrikot vor. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz besonderes. Das ist ein Trikot der deutschen Fußballherren-Nationalmannschaft. Die hat ja bekanntlich eine bewegte Historie. Und meistens kommt der Spieldress so wie hier im klassischen Weiß daher. Mit leichten Abwandlungen wie hier 2002 oder wie beim Outfit von der Heim-WM 2006 mit den angedeuteten Deutschlandfarben. Das deutsche Ausweichtrikot hingegen gab es schon in verschiedenen Farben, zum Beispiel in Schwarz. Häufig war und ist es aber wie hier in Grün gehalten. Den ersten und auch alle anderen Titel, also 4 WM- und 3 EM-Titel und einmal den Confederations Cup, holte die deutsche Nationalmannschaft aber immer im klassischen Weiß. Schon 1954 wurde das DFB-Team in diesem Spieldress hier Weltmeister, als 3. Nation überhaupt. Den insgesamt 4. WM-Titel errang die Mannschaft 2014 in diesem Trikot, mit dem markanten roten Streifen auf der Brust. Streifen über der Brust gab es unter anderem auch schon bei der Euro 2008. Allerdings mit den deutschen Nationalfarben. Ähnlich wie bei der Weltmeisterschaft 1998. Mit 3 Streifen in den Landesfarben, was ich vom Design her sehr cool finde. Bei der WM 2018 trägt das deutsche Team wieder ein klassisches weißes Jersey. Das in der Gestaltung allerdings ganz bewusst an ein schon mal dagewesenes erinnert. Was hier noch in Graustufen daherkommt, ist eine Hommage an mein absolutes Lieblingstrikot. Das enthält auch die Nationalfarben und ist ebenfalls ein Weltmeister-Outfit. In diesem Trikot wurde das DFB-Team 1990 zum 3. Mal Weltmeister und war damit seinerzeit neben Italien und Brasilien Rekordhalter. Das ist mein absolutes Lieblingstrikot, weil es zum einen ein großartiges und wie ich finde einzigartiges Design hat. Außerdem war die WM 1990 für mich die erste, die ich ganz bewusst miterlebt habe. Und darum ist das Outfit hier für mich nicht nur ein cooles Trikot und ein Stück Fußballgeschichte, sondern auch ein Stück Kindheit. Ja, das ist mein Lieblingstrikot. Welches ist eures? Ich habe jetzt meine Schuldigkeit getan. Das heißt, ich darf jetzt 3 andere taggen. Und das möchte ich hiermit tun. Ich tagge einmal meinen treuen Abonnenten, der immer sich meine Videos reinzieht und auch selbst einen coolen Kanal hat. Er ist im Bereich Gaming, Filme, Reviews und so weiter zu Hause. Den möchte ich taggen. Das ist der LevisK1210. Da lohnt sich ein Blick in den Kanal auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, ob beziehungsweise welche Trikots er denn hat und was sein Lieblingsstück ist. Und dann möchte ich ungewöhnlicherweise 2 Kanäle taggen, mit denen ich persönlich noch nichts zu tun hatte, repräsentativ. Das ist einmal ein ganz großer Kanal, der auch ein richtiger Fußball-Crack ist, auch schon Trikots vorgestellt hat und ganz viel zum Thema Fußball macht. Und gerade jetzt zur WM ist das, finde ich, das großartig. Das ist der Manu Thiele. Da lohnt sich auch definitiv ein Blick für alle Fußballfans. Und ich habe mir einen ganz, ganz kleinen Kanal rausgepickt, repräsentativ. Das ist der, jetzt muss ich kurz spicken, Maximilian Hansmann. Ein ganz kleiner Kanal, schnucklig, aber auf jeden Fall auch ein durch und durch ein Fußballfan. Und da lohnt sich auch ein Blick. Ist nicht ganz so professionell wie beim eben genannten Manu Thiele, aber das muss es ja auch nicht sein, sondern mit Herzblut soll man das ja betreiben alles. Also, und außer Konkurrenz, denn ich weiß nicht, ob er überhaupt Fußballfan ist,
und ob er dann dementsprechend taggen, das Ganze mitmachen würde. Und zwar ist das der Dr. Faustus V3 und auch der sehr angenehmer Zeitgenosse, macht auch zu viel zum Thema Film und Comics. Ja, auch da hat er viel Know-how und macht tolle Videos. Ja, die drei und plus eins in Klammern möchte ich taggen. Und jeder, der beim WM-Gewinnspiel mitmacht, ich habe ein WM-Gewinnspiel, das läuft noch den ganzen Juni. Wer da mitmacht, darf sich automatisch auch als getaggt betrachten und darf sein Lieblingstrikot präsentieren und drei weitere nominieren. Ja, also wie gesagt, vom Ablauf, alle, die getaggt wurden oder sich als getaggt betrachten dürfen, sollen ihr Lieblingstrikot vorstellen, und wenn sie sich nicht entscheiden können, dann von mir ist auch die drei liebsten Trikots und den speziellen Favoriten. Es gibt ja welche, die sagen, nee, ich mag mich da nicht entscheiden, dann auch das. Und als Richtwert bitte nominiert drei weitere, oder wenn ihr sagt, ist mir zu viel, nominiert ihr nur einen. Oder wenn ihr sagt, na, drei ist mir zu wenig, ich habe da noch ein paar mehr, dann nominiert von mir aus auch fünf. Aber drei ist, finde ich, ein toller Richtwert. Dann nimmt das Ganze auch nicht überhand. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich bin gespannt, was sagt ihr denn zu den Trikots, die ich euch vorgestellt habe, beziehungsweise zu diesem Trikot. Welches ist denn euer Lieblingstrikot? Ja? Wo sagt ihr, Mensch, das ist der coolste Spieldress. Völlig egal, ob es ein Club-Trikot ist, ob es ein Nationalmannschaftstrikot ist, ob es ein ganz anderer Sport ist, vielleicht von mir aus sogar Radsport, völlig egal. Und die Getaggten natürlich auch. Jedes Trikot ist erlaubt. Ja, also schreibt mir fleißig Kommentare und schaut auch gerne in den anderen Videos rein. Wie gesagt, es gibt ein WM-Gewinnspiel. Ich werde noch mehr machen zum Thema WM und Fußball generell in diesem Monat. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, und denkt immer dran, lecker bleiben.